Jonas, du weißt doch, welches mein Hass-Brawler ist. Ah, Mortis. Welchen Brawler würdest du wählen? Mortis. Tick und Sprout. Solo und damit gewinnen müssen, jetzt müssen wir Lukas löschen. Was? Das Upgrade ist weg! Das ist ein Bug! Im heutigen Video fragen wir YouTuber, was ihre Hass-Brawler sind und dann müssen wir diese Brawler spielen. Wenn wir es nicht schaffen, mit ihren Brawlern zu gewinnen, müssen wir sie aus der Freundesliste löschen. Hey Leute, sicher habt auch ihr einen besonderen Brawler in Brawl Stars, den ihr überhaupt nicht leiden könnt. Denn genau darum wird es heute gehen. Mein persönlicher Hass-Brawler ist zum Beispiel Tick, den finde ich sehr nervig, weil er sehr viel spammt und man schwer an ihn rankommt. Denn heute werden wir Folgendes machen. Wir werden 5 verschiedene Brawl Stars YouTuber anrufen. Ich habe mir heute ganz verschiedene und überraschende Leute rausgesucht und heute läuft das Ganze folgendermaßen, denn alle YouTuber, die wir heute anrufen, habe ich in der Freundesliste. Und wenn wir es nicht schaffen sollten zu gewinnen, dann müssen wir den YouTuber aus der Freundesliste löschen. Hier sehen wir zum Beispiel das Profil von Kevin. Ich hoffe, dass wir ihn nicht verlieren werden. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich zeige euch die einzelnen Profile der YouTuber. Und ich bin sehr gespannt, wie es heute laufen wird und welche Brawler die einzelnen Spieler so hassen werden. Und dass wir sie spielen müssen, ist irgendwie auch schwierig. Und natürlich wie immer, wenn ihr mich supporten wollt und euch meine Videos gefallen, könnt ihr gerne ganz rechts im Shop meinen Code eintragen. Jo Jonas, vielen Dank für den Support und viel Spaß. Für den ersten YouTuber, den wir heute anrufen, musste ich ganz nach unten in meiner Freundesliste scrollen, denn es handelt sich um keinen geringeren als den besten deutschen Clash Royale Spieler Morten. Der wurde zuletzt Platz 3 bei der Weltmeisterschaft, ist aber nicht gerade bekannt für seine Brawl Stars Skills, aber wir sehen, oh, da, er hat auch früher Brawl Stars gespielt, 4700 Trophäen, er hat eigentlich fast gar keine Abzeichen, nur ein paar 3 vs 3 und Solo-Siege, seine besten Brawler. Ja, wir sehen es auch hier, oh, Leon sehr hoch, 425, sehr gut, mein Lieblings-Brawler. Bull sehen wir auch sehr hoch und ja, ich würde sagen, er war zuletzt online vor 122 Tagen, wir rufen ihn mal an. Hallo Morten, ich bin gerade ein Video im Aufnehmen und ich weiß, du spielst schon ewig kein Brawl Stars, aber ich habe jetzt eine Frage an dich. Und zwar, welchen Brawler würdest du wählen, wenn du einen Hass-Brawler nehmen musst? Leon, Bull und Shelly. Mortens Hass-Brawler auf jeden Fall sehr spannend, denn sein Hass-Brawler Bull ist sein höchster Brawler. Dann kommt Leon auf Platz 3 und Shelly auf Platz 5 seiner höchsten Brawler. Also er hat hier schon mal trotzdem sehr viel gepusht, aber er scheint auch dagegen zu hassen zu spielen. Sehr interessant. Und damit legen wir los mit der ersten Runde und seinem größten Hass-Brawler, und zwar Leon. Oh mein Gott, ey. Ich muss halt wirklich sagen, wie kann man Leon als Hass-Brawler haben? Das ist einfach mein Lieblings-Brawler und Morten nennt ihn einfach als Hass-Brawler. Ich kenne sowieso keinen, der Leon als Hass-Brawler nennen würde. Ich hoffe, es bleibt auch heute so, denn wir werden auch einige andere anrufen. Unter anderem natürlich auch wieder Kevin und Lukas. Ich bin auch mal sehr gespannt, was die so hassen. Oh mein Gott, 3 Cubes haben wir. Wir haben schon mal eine gute Ausgangslage. So ein 1-0 mit Leon wäre eigentlich Pflicht. Ich meine, es ist mein Lieblings-Brawler. Ich muss damit einfach gewinnen. Und es sieht sehr gut aus. Wir haben schon mal 3 Cubes und so 6 Brawler am Leben so rum. Haben noch keinen Kill gemacht. Den brauchen wir aber auch gerade gar nicht. Ich will jetzt nicht nur aufpassen, dass die Shelly... Nee, komm, das gilt. Nee, das kann nichts werden. Sehr geil. Und damit haben wir schon fast den allerersten Win. Und mit Leon müssen wir das einfach schaffen. Jetzt pass auf, jetzt holen wir uns die Colette. Nein! Oh mein Gott, ich treff's hier nicht. Ich muss weg, ich muss weg. War jetzt wirklich ein bisschen lost gespielt, aber wir schleichen jetzt hier einfach die Pam ran und killen die. Und genau deswegen ist Leon einfach mein Lieblings-Brawler. Schaut euch das an. Sich unsichtbar machen, dann ransneaken und einfach alle Kills machen. Das ist so nice. Und damit gewinnen wir die erste Runde sogar mit Platz 1. Richtig wichtig. Als zweiten Brawler hat sich Morten einfach für Bull entschieden. Was haben wir jetzt hier denn für eine Map bitte bekommen? Oh mein Gott. Aber wir haben schon den ersten Kill. Das sieht sehr gut aus. Da müssen sie auch echt aufpassen. Was geht hier bitte auf der Map? Nein! Oh mein Gott. Wir sind safe, wir sind safe. Angst nicht lange. Oh mein Gott, wir müssen echt aufpassen. Die ist doch sau laut. Oh mein Gott. Wie laut ist die Map bitte gewesen? So die lauteste Map gefühlt. Für unseren zweiten YouTuber können wir ein bisschen hochscrollen, denn hier haben wir Big Spin. Auch der ist für Clash Royale bekannt. Viele kennen ihn vielleicht auch über Trimax zum Beispiel als Clash Royale Experten. Sein Profil ist schon ein bisschen besser als bei Morten. Mit 27.000 Trophäen hat er früher auch sehr viel Brawl Stars gebracht. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr seine Videos vermisst. Ich habe sie auf jeden Fall gerne geschaut. Wir sehen, ja, seine ganzen Brawler wurden sehr krass zurückgesetzt. Und auch hier einige auf 1000 gehabt. Damals. 5er Trophäen ist die ganzen Brawler hier und, boah, die mussten echt mal hoch gewesen sein. Sein Rekord über 27.000, aber ungefähr vor über 1 oder 2 Jahren aufgestellt. Der war echt krass. Hey, Big Spin, ich habe eine besondere Frage an dich, und zwar nehme ich gerade ein Video auf. Und zwar, welchen Hass-Brawler würdest du wählen? Ich mag Crow sehr, aber wenn die Gegner Crow richtig gut spielen, ist der richtig nervig. Bull und die Kaugummi-Tante. Big Spins größter Hass-Brawler ist wirklich Crow, aber ich bin sehr überrascht, als ich das gehört habe. Weil ich es auch irgendwie verstehen kann, der kann sehr nervig sein. Wir nehmen mal den Goldmaker Crow's Skin, wir sind halt auf 7er Trophäen fast. Oh mein Gott, wir haben so eine komische mathematische Map bekommen, wo solche komischen Matheaufgaben einfach draufstehen. Keine Ahnung, aber die ist halt total random, ne? Was machen wir denn jetzt? Wir können den Jean, ja gut. Oh mein Gott, das ist sehr gut. Okay, wir können den Jean jetzt ganz gut angreifen. Und da sehen wir jetzt auch schon mal, warum hier Big Spin auch... Oh mein Gott, ich bin dumm. Nein, ihn als seinen Hass-Brawler ausgewählt hat. Ich fasse es nicht, ich bin so bescheuert. Warum bin ich da gerade so in die Piper reingelaufen, frage ich mich. Aber wir haben gesehen, der Slow kann halt echt nerven bei Crow. Sein zweiter Hass-Brawler Bull finde ich sehr überraschend, genau auch wie bei Morten. Also ich glaube, die ganzen Leute, die nicht so lange Brawl Stars gespielt haben, scheinen Bull zu hassen, wahrscheinlich auch als Bushcamp-Brawler. Wir nehmen einen krassen neuen Skin aus dem Pass, aus dem alten Pass und gehen rein. Und damit gehen wir in unsere Runde mit Bull. Und ihr wisst, wir stehen jetzt schon mal 0-1. Das heißt, wenn wir jetzt verlieren, dann müssen wir Big Spin aus der Liste rauslöschen. Und das wäre schon sehr schade. Ich meine, Big
Aspen ist schon immer noch ein wirklich guter Spieler und hat auch einige Trophäen. Und wenn er wieder zurück in Brawl Stars kommt, ist es schon auch ganz geil. Und es ist auch sowieso nice, jemanden wie Bigs in der Liste zu haben. Deswegen wäre es schon sehr schade, wenn wir jetzt hierhin verlieren müssten. Und wird bestimmt auch nicht leicht werden, an seine Freundesliste wieder ranzukommen. Er musste ja extra für uns wieder Brawl Stars neu installieren. Also mal schauen. Okay, da oben ist eine Shelly. Von den Shellys sollten wir uns vielleicht eher ein bisschen fernhalten. Aber ich frage mich wirklich, warum die beide Bull so hassen. Ich meine, eigentlich, wenn man höher ist, ist Bull eigentlich jetzt nicht so ein Problem mehr. Oh mein Gott, wir sind an der B gespawnt. Der stand uns. Ich kotze. Nein. Oh mein Gott, weg. Yes! Er trifft uns nicht. Weg. Wir brauchen noch einen einzigen Platz, dann hätten wir den Win sicher. Und wir rächen uns jetzt an dem Dings. Passt auf. Yes! Oh mein Gott, ist noch ein Dynamite? Wenn wir jetzt auf Platz 1 schaffen, wäre es übel geil. Nee, schade. Aber Platz 2, und das heißt, wir sind im Rennen. Und damit kommen wir zur entscheidenden Runde mit der, wie hat er sie genannt? Der Kaugummifrau Bibi, denke ich mal. Wir nehmen mal diesen Skin hier, den finde ich ziemlich geil. Und auf geht's. Das wird zu schwierig werden. Wir haben einen Teleport, wir könnten theoretisch auf den Teleport. Nee, wir gehen nicht auf den Teleport, wir gehen offensiv, komm. Wir gehen offensiv und versuchen hier irgendwie, oh mein Gott, wir machen das. Irgendwie in Showdown zu kommen, es sind alle tot außer uns. Was ist da schon wieder los, wie viele Cubes wir allein schon haben? Also ich muss sagen, Baby kann ich auch nachvollziehen, mit ihrem Schlag kann sie auch Gegner zurückknocken und kann, nice. Ja, kann sehr, sehr nervig sein. Und wir gewinnen und das heißt auch Big Spin. Wir dürfen wir in der Liste behalten. Als dritten YouTuber kommen wir zu Pookie. Den haben wir in der letzten Challenge aus der Freundesliste verloren. Das heißt, wir müssen erstmal die Freundesliste zurückbekommen. Wir sehen seine Trophäen, 43.000, haben wir schon letztes Mal angeschaut. Einige auch auf 500 oder 750 sogar, pusht echt gut auf die 50.000. Ich bin mal gespannt, was er so hassen wird. Hallo Pookie, ich habe eine besondere Frage an dich, und zwar nehme ich gerade ein Video auf. Meine Frage ist, welchen Brawler in Brawl Stars hast du am meisten? Ash. Ich nenne ihn auch Trash Ash. Ich mag den gar nicht. Ich hasse außerdem Mac und dann nehmen wir noch Tick. Also, als ersten Brawler müssen wir also wirklich Ash spielen. Ich muss sagen, ich mag Ash auch nicht so gerne. Vor allem mit der Ult kann er echt sehr nervig sein. Oh, und hier haben wir unsere Minimap. Oh mein Gott, das ist geil eigentlich. Wir haben überall so kleine Kästen, haben wir so Kakteen außenrum. Und wenn wir jetzt hier mit Ash unsere erste Box kriegen und reinjumpen, kann das echt ganz nice werden. Ich würde sagen, auf geht's. Wir müssen reingehen, ne? Wir dürfen nicht campen bei der Challenge. Nein, das ist naiv. Ich kotze. Wo sind wir denn jetzt hingespawnt? Nein, heal. Wir müssen die Dings holen. Oh mein Gott, nein. Digga, das war so lost, Alter. Ich fasse es nicht. Wir legen 0-2-1 hin. Seine zweite Wahl fand ich sehr überraschend. Wir machen erstmal das Upgrade hier und hauen direkt mal ein Gear drauf. Und seit er sich für Mac entschieden. Also, ich muss ehrlich sein, Mac finde ich echt... Ich weiß es nicht. Ich mag Mac eigentlich persönlich sogar sehr gerne. Und ja gut, ich kann verstehen, mit der Ult kann Mac halt sehr, sehr nervig sein auf manchen Maps. Wahrscheinlich deswegen. Aber ich finde, sie ist auch ein richtig geiler, legendärer Brawler mit ihren Fähigkeiten, sich zu upgraden. Also, sollten wir jetzt nicht gewinnen, dann war es das aber für Pookie mal wieder. Wir gehen mal hier weg erstmal. Weg. Oh mein Gott, nein. Aber ganz ehrlich, die Map ist nicht gerade passend. Oh mein Gott, wir haben Barley. Das ist gut. Nein. Oh mein Gott, wir leben. Jetzt können wir ganz kurz warten. Das ist kein Campen, weil wir healen nur ganz kurz. Und gehen jetzt rein und werden direkt unser Upgrades hier machen, sobald wir drin sind. Und bin ich denn jetzt gelandet? Was? Das Upgrade ist weg. Das ist ein Bug. Das Upgrade ist weg. Was ist das denn jetzt gewesen? Ich bin gestorben. Ja, natürlich bin ich gestorben. Was war das denn? Hä? Schreib es in die Kommentare. Das war doch ein Bug, oder? Wieso wurde ich nicht... Ich habe die Ulti gedrückt und ich bin nicht gestorben. Also warum ist das Upgrade weg? Bug hin oder her, wir müssen Pookie damit aus der Liste löschen. Pookie, nice. Du freust dich bestimmt, dass du uns ja gerade eben erst geaddet hast und jetzt wieder rausfliegst. Danke natürlich trotzdem für deine FL. Und ja, tut mir leid. Vielleicht wird's nächstes Mal. Aber irgendwie haben wir es nicht so mit deinen Brawlern. Also ich habe eine wichtige Frage an dich, Landi. Welchen Brawler hast du am meisten? Am meisten hasse ich Shelly. Shelly, okay. Ja. Wenn du noch einen weiteren Brawler wählen würdest, welchen würdest du dann wählen? Morgen. Und wenn du einen dritten Brawler wählen müsst, was würdest du dann wählen? Edgar. Damit kommen wir jetzt zu meinem höchsten Freund in meiner Freundesliste, und zwar Landi. Der steht gerade genau vor den 50.000 Trophäen in Brawl Stars. Absolut krankes Profil, ihr kennt ihn alle. Sehr krasser Profi. Wir haben auch zwei Brawler auf Rang 35, einige auf 1.000. Schaut gerne bei ihm vorbei, er hat auf jeden Fall auch jeden Support verdient. Und ich will ihn auf jeden Fall nicht aus der Freundesliste rauslöschen. Als ersten Brawler müssen wir Shelly spielen. Das sollte eigentlich ganz gut werden für Solo. Wir haben den Prinzessin Shelly Skin. Auf geht's. Und damit sind wir hier in der allerersten Runde drin und wir haben eigentlich eine ziemlich coole Map. Auf geht's. Shelly, muss ich sagen, als Brawler kann ich schon nachvollziehen, dass man sie hasst, vor allem wegen der Ulti. Aber bei Landi wundert es mich auch gerade, weil eigentlich Shelly jetzt nicht gerade besonders stark ist auf den höheren Trophäen, dachte ich zumindest. Weil die große Frage ist, ob wir das Ganze jetzt hier gewinnen können, obwohl der Brawler jetzt gar nicht mal so unbedingt so stark auf der... Oh mein Gott, nein. Das haben wir ihn jetzt erwischt. Das haben wir einen dummen Stu erwischt. Aber wenn wir jetzt plötzlich absnipen... Oh mein Gott. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Landi auch Shelly nicht mag. Ne? Also dieses neue Snipe-Gadget vor allem ist halt unglaublich nervig, wenn man sie jetzt vorstellt, was der arme Gegner sich gerade gedacht haben muss. Und jetzt sollten wir eigentlich auch diesen Sprout relativ leicht bekommen. Wir müssen nur aufpassen. Ich unterschätze ihn gerade. Oh mein Gott, der hat mich. Nein, oder? Sekunde. Jetzt muss ich echt aufpassen noch. Oh mein Gott, nur noch einen Platz. Okay, machen jetzt diesen Play. Passt auf. Ich bin dumm. Es hätte krass werden können. Es hätte wirklich krass werden können. Es hat nicht funktioniert. Okay, wir gehen jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Wir gehen mal weg von diesem Sprout vor allem. Und auch die Bell. Wir können es hier schwer mithalten. Jetzt. Den Block kriegen wir.
Nein! Wir teleporten uns nach. Nein, es geht nicht mehr. Nein, wir müssen rüber. Schnell. Ich bin dumm. Oh mein Gott. Yes! Alter, den Win haben wir gebraucht, Alter. Nämlich Landi will ich auf keinen Fall rauslöschen. So, Mortis als Hassbrawler ist relativ typisch, würde ich sagen. Wir werden bestimmt noch einige andere auch wählen. Wir machen mal, ja, passt. Und nur mit anderen Skin, den finde ich jetzt nicht so geil. Lieber den Mortis-Skin, der ist nice. Damit stehen wir 1-0 mit Landis Brawler. Aber können wir jetzt auf dieser Map gewinnen? Oh mein Gott, ey, das wird echt schwierig werden. Wir hoffen einfach mal. Wir gehen jetzt hier einfach mal offensiv rein. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh mein Gott. Yes! Ich habe sie bekommen, okay. Was ist da noch übrig? Das ist eine Penny, das ist eine Penny. Zack, wir holen uns die. LOL. Alter, das haben wir. Das haben wir sowas. Oh, wir haben es trotzdem. Wir haben gewonnen. Das war ein übel dummes Ende auf jeden Fall. Das heißt, es war 2-0. Wir sind oben im Stand. Und das heißt, Landi, du darfst in der Freundesliste bleiben. Glückwunsch. Und ich bin auch sehr froh, weil er sehr viele Trophäen hat. Und damit kommen wir jetzt zu Kevin. Wir kennen sein Profil. 40.000 Trophäen hat er aktuell. Gerade erst erreicht. Glückwunsch schon mal an der Stelle. Höchster Brawler aktuell Eve bei 1032. Da hat er einen Rang 35 Push versucht. Ich denke mal. Und auf jeden Fall auf einige andere Brawler sehr hoch. Ich würde sagen, auf geht's. Mal schauen. Was ist dein Hass-Brawler? Jonas, du weißt doch, welches mein Hass-Brawler ist. Ah, Mortis. Und wenn du noch zwei Hassbrawler wählen müsstest, noch zwei. Bass und Edgar. Auch er hat Mortis als sein Hassbrawler sogar als Nummer 1 genannt. Finde ich sehr spannend. Ich würde sagen, auf geht's. Oh nein, das sind nur Büsche. Oh mein Gott, haben wir das Speedgear? Nee, oder? Aber es sind eh alle ganz schnell, okay. Wir dürfen nicht campen. Also ich würde sagen, wir holen uns. Nein, das ist Shelly. Oh mein Gott, weg. Okay, oh mein Gott, weg, 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 weg. Aber wir können hier extremst abstauben, glaube ich. Nein, oh mein Gott. Geile Runde auf jeden Fall. 0-1. Das heißt, wir müssen jetzt gewinnen. Ansonsten müssen wir Kevin direkt aus der Freundesliste rauslöschen. Das wäre so bitter. Und damit sind wir jetzt hier in der entscheidenden Runde. In der vorentscheidenden Runde im besten Fall. Wenn wir jetzt hier gewinnen, haben wir noch eine Chance. Ich würde sagen, wir versuchen das. Wir jumpen in die Mitte und versuchen, auf den Teleporter zu gehen. Oh mein Gott. Da sind Cubes. Ich bin geslowt. Ich bin übel geslowt. Egal, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wieso bin ich so langsam? Wie lange bin ich noch geslowt? Wir haben es. Oh mein Gott, Alter, wie lange war ich gerade geslowt? Was hat mich denn da so verlangsamt? Hä? Ich muss mir in die Kommentare schreiben, was mich da gerade so verlangsamt hat. War das von Shelly der Schuss vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt 18 Cubes, Leute. Das müssen wir einfach haben. Das müssen wir haben. Wir haben so viele Cubes. Oh mein Gott. Schaut es euch an. Den haben wir auch noch. Und damit mit 20 Cubes sitzt hier. Alter, wenn wir jetzt nicht Platz 1 schaffen, weiß ich auch nicht. Da ist auch ein Karl, der weiß auch nicht, was er machen will. Wir schicken mal noch einen Pin rein, entspannt. Da den Surge können wir uns eigentlich auch ganz entspannt gönnen. Die wird wahrscheinlich teleporten. Ja, okay, eh ist zu spät. Oh, damit sind wir jetzt hier in Schau. Und können es eigentlich instant in Gale holen. Und das war ein ganz klarer Sieg. Das heißt, wir stehen jetzt 1-1. Und damit kommt es jetzt auf einen Brawler an. Und zwar ist die entscheidende Runde mit Bass. Bass hassen sehr viele wahrscheinlich wegen seiner Ult, schätze ich mal. Wir nehmen mal den ganz normalen Bass. Den finde ich eigentlich sogar schöner als den anderen. Und ja, mal schauen. Auf geht's, Leute, damit hier. Was ist das denn für eine Map? Oh mein Gott. Wir haben jetzt instant gleich die Ult. Wir können jetzt eigentlich direkt reingehen. Das machen wir auch. Wir warten jetzt hier ein bisschen ab. Stunnen jetzt hier komplett rein. Stunnen nochmal. Oh mein Gott, schaffen wir das? Wir müssen aufpassen. Stun jetzt hier nochmal rein. Nein, wir müssen aufpassen. 6 Brawler noch am Leben. Wir gehen jetzt. Oh, ich will die Cubes. Wir müssen aufpassen. Digga, WTF. Ich bin zu offensiv gewesen, oder? Platz 5. Es tut mir wirklich leid, Kevin. Das bedeutet, du weißt, was es heißt. Du musst aus der Freundesliste wieder raus. Ey, das tut mir echt leid. Ich hoffe, ich kann dich wieder bald adden, Leute. Das heißt, Kevin, raus aus der FL. Das wird nicht so leicht sein, ihn wieder zu bekommen. Kevin ist nämlich sehr viel beschäftigt. Und damit kommen wir als letztes zu Lukas Brawlstars. Aktuell bei 45.000 Trophäen. Rekord 50.000. Also absolut krank. Und hier nochmal sein Profil, ne? 1.000 Trophäen mit vielen Brawlern auf jeden Fall. Eigentlich mit jedem. Ja, hab ich schon mal gezeigt. Auch ein Rang 35er. Mal schauen, was er hat. Hey Lukas, ich habe eine ganz besondere Frage an dich. Und zwar, wenn du eine Hass-Brawler wählen würdest, welchen Brawler würdest du wählen? Mortis, Tick und Sprout. Auch Lukas hat als größten Hass-Brawler Mortis, haben irgendwie alle gefühlt. Mal schauen. Okay, auf geht's. Wir gehen rein in die erste Runde. Und diese Map sollten sehr viele von euch kennen. Denn das ist so eine Map, die irgendwie sehr oft im Mapmaker ist. Das ist so eine ganz komische, ne? Wir müssen jetzt erst sie so reinsprinten. Und dann hat jeder so seinen eigenen Bereich mit Kisten. Ob wir da als Mortis abräumen können, weiß ich nicht. Wir sehen es jetzt hier. Genau das ist es wieder. Und die Frage ist, haben wir da eine Chance? Ich weiß es ja wirklich nicht. Wir haben jetzt hier schon mal die ersten zwei Cubes. Es ist noch fast keiner gestorben. Da oben. Oh mein Gott. Also jetzt schlaufen wir da rein. Sekunde. Können wir das Gadget drücken? Haben wir den? Oh mein Gott. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Das sind Jackie neben mir. Wir müssen aufpassen. Weg von der Jack. 5 Brawler. Oh mein Gott. Wir müssen es schaffen. Der Surge. Okay, es sind noch 5 am Leben. 4. Let's go. Nein, der Surge. Wir gehen rein. Ich bin dumm. Ich wollte rein. Oh mein Gott. Es geht der Gale rein. Ja, okay. Der hat mich. Egal. Trotzdem, es ist der erste Win. Als zweiten Hassbrawler hat Lukas Tick genannt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist auch mein Hassbrawler. Finde ich sehr nervig mit dem ganzen Spam. So, damit gehen wir jetzt hier in die Runde rein. Ich habe mir meine Brille hier aufgesetzt, damit wir auf jeden Fall auch maximal gut alles erkennen können. Noch ein bisschen schlauer wirken auf jeden Fall. Wir müssen es sich einfach schaffen, Top 4 zu kommen. Und dann hätten wir es geschafft und würden es einfach mal für mich irgendwie als Lehrer gerade wieder. Dürfen direkt mal die Liste behalten. Oh mein Gott, nein. So dumm. Ich hab's gedodged. Alter, nein, Eve. Oh mein Gott, nein. Eve.
Ich spring, die ist so asozial, ich weiß es nicht. Die ist so asozial zu uns gerade. Digga, ETF, Alter. Und Lukas Hassbrawler Nummer 3 ist etwas Sprout. Das verstehe ich nicht. Also gut, wegen der Bann, schätze ich mal. Aber das heißt jetzt für uns, dass wir jetzt Sprout spielen müssen in Solo und damit gewinnen müssen. Jetzt müssen wir Lukas löschen. Und damit gehen wir in die Runde rein. Und was zur Hölle soll das sein? Hat sogar gereimt an der Stelle. Wir haben sau viele Werfer. Vielleicht haben wir eine Chance. Sekunde. Eine Chance. Oh mein Gott. Haben wir eine Chance? Digga, was? Das heißt, von 6 Leuten mussten wir heute nur 2 löschen, und zwar Kevin und wieder Pookie. Wenn ihr Bock auf weitere Brawl Stars Challenges habt, lasst gerne ein Abo da. Und schaut noch gerne Abstand vorbei, da ist auch ein Video von meinem E-Sports-Team OK Gaming verlinkt. Da bin ich in jedem Video dabei und wir bringen 3 Brawl Stars Videos die Woche. Das Team habe ich vor einem Jahr gegründet und ihr könnt eben mit jedem Zuschauer mein Team supporten. Also schaut gerne vorbei, ist eine geile Challenge bestimmt, die ist jetzt hier verlinkt. Und ich würde sagen, lasst auch da gerne ein Abo da. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.